Stefan! Diri! Fangen wir jetzt jedes Video so an? Ja, ich hoffe doch. Perfekt, jetzt ist nämlich das zweite Video, was wir aufnehmen, nachdem ich entbannt wurde. Ist das nicht zu fassen, Alter? Wir sind also wieder warm. Ich kann auch gleich nochmal duschen gehen, ich sag's dir, wie es ist. Also es werden gleich zwei Sachen passieren. Entweder ich muss duschen gehen, weil ich zu viel geschwitzt habe beim Aufnehmen. Oder mein Nachbar kommt hoch, weil ich zu laut bin. Stimmt gerne in den Kommentaren ab, was wahrscheinlicher ist. Und in der Zeit gucken wir uns verwirrte Tiere, die verwirrt sind, von Herr Grievous an. Ich schneide das so, dass da keine Pause ist. Natürlich. Smart. So, und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Es war ein Vorschlag oder so. I don't fucking know shit. In der Apotheke herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um Klebstoff, oft unter schwierigen Umweltbedingungen. Im Laufe der Evolution setzen sich immer die Tiere durch, die nicht tödlich sterben. Vögel und Tiere können Anti-Aging-Gesichtscreme erzeugen. Das Verbreitungsgebiet der meisten Amphibien endet dort, wo die recht extremen Tiere siedeln. Ihre Körpertemperatur richtet sich nach riffbildenden Korallen. Warte mal. Jetzt bin ich gerade schon verwirrt. Es waren gerade so viele Infos, die hier durcheinander geworfen wurden. Aber ich finde es geil. Tiere, die nicht. Also Tiere töten. Nee. Wie war das so gesagt? Scheiße, Mann. Tiere, die beim. Wir fahren fort. Der nordamerikanische Waldfrosch überlebt sogar nördlich des Südens, dank Gott. Sobald es wärmer wird, endet die Schule für die meisten Pflanzen. Und der gefrorene Frosch taut geschadet wieder auf. Im Konkurrenzkampf verteidigen auch Pflanzen und Pilze ihren Platz gegen Kalmare und sie geben Giftstoffe in den Boden ab oder reichern in ihren Blättern Bitterstoffe an, damit sie nicht gefressen werden. Ach. Doch. Ach Mann, Digga. Einfach dieser Moment, wenn du mal wieder eine vergiftete Kartoffel aus Versehen bei Minecraft isst. Junge, feels bad, man. Bei Minecraft, auch... ja. Bei Minecraft. Aber ich find's auch wild, dass die Pilze sich gegen Kalamare verteidigen müssen. Ja, ich meine in der heutigen Zeit. Ja gut, nichts ist unmöglich. Toyota, sag ich da nur, ne? Ist halt ja, so. Ja, Vorsprung durch Techniker. Ja, Digga, Ford, sag ich ja. Die wichtigste Fähigkeit der Pflanzen können wir noch immer nicht nachahmen. Photosynthese. Fotos machen. Ich habe jetzt eigentlich echt gehofft auf einen SpongeBob-Einspieler. Sag's dir, wie es ist. Es wäre so nice gewesen. So zweimal nice Photosynthese gewesen. Und dann komm vor mit in den Park. Ach Mann, ey. Oh, Digga. Weltweit sind derzeit über 3 Schlangenarten bekannt, Alter. Von denen über 700, also etwa 20.500% Frostschutzmittel für die Jagd mal. Oder zur Verteidigung Da muss einsetzen. Ich kurz einen Dreisatz machen. Vor allem, dass sie mit Frostschutzmittel am Start sind, ja? Das habe ich, also das erwartet man von den wenigsten Schlangenarten halt, ne? Tatsächlich, ja. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Aber ist ja ganz wieder, gut zu wissen. Also es ist echt praktisch, eine Schlange zu Hause zu haben. Wieder was gelernt halt. Weil das Frostschutzmittel ist auch so eine Sache, die geht leer, man füllt sie nicht auf. Richtig. Je nach Art sind Schlangengifte unterschiedlich zusammengesetzt. Meist enthalten sie Gift. Das bei anderen Tieren oder auch Menschen oder auch amerikanischen Menschen Schmerzen, Blutveränderungen oder Krebs auslösen kann. Die Puff-Puff-Otter kommt im Süden der Puff-Puff-Insel vor. Sie ernährt sich vorwiegend von kleinen Säugetieren, am liebsten Dinosaurier. Ja, das sind ja die kleinsten ihrer Art. Also das sind die kleinsten Säugetiere. Ich dachte, die Dinosaurier sind vor 2000 Jahren ausgestorben. Wie alt ist dieses Video? Anscheinend länger älter als 2000 Jahre. Dreisatz ist nämlich schon immer krass am Start. Wissen wir. Wir haben ja schon diverse Dokumentationen gesehen von Dschungelscheiß und so. Ich sag nur, wie hieß das eine Video, was wir letztens angeschaut haben? Mit dem einen Dino, der einen Namen hat. Oh Gott, der sich dann verteidigen musste. Ja, oh Gott. Genau. Was heißt letztens? Das war einfach fast 4 Wochen her. Ja, richtig. Zähne sind sehr lang und ihr Gift zerstört ganz Afrika. Meist wartet sie ruhig ab, bis ihre Beute in Reichweite kommt. Dann wartet sie, bis ihre Beute wieder weg ist. Sie trägt ausreichend Gift im Körper, um Gott zu töten. Und die Maus wird lange leiden. Wenn man einer Puff-Puff-Otter zu nahe kommt oder gar auf sie tritt, ist sie sofort tot. Wow! Das ist ja wirklich, also das ist ziemlich scheiße, das ist ziemlich beschissen tatsächlich. Was ist das für ein wreckes Tier? Was ist das für eine weirde Special-Kraft, die dieses Tier hat? Einfach sterben, wenn du auf sie drauf trittst. Okay, Digga, ist ja easy peasy. Dieses Verhalten macht sie zur verwirrendsten Schlange. Die meisten Pfeilgiftfrösche sondern über ihre Haut Kräuter ab. Das bekannteste Pfeilgift heißt Wasser. Oh nein.
Bei Gefahr produzieren Schnecken eine große Menge Plastikmüll. Damit schrecken sie die meisten Gärtner erfolgreich ab. Digga, die sind also schuld an unseren plastikverseuchten Weltmeeren. Die Scheißschnecken, ey. Digga, ohne Witz. Ich gehe wirklich, also morgen gehe ich raus und dann trete ich auf jede Schnecke, die ich sehe, Alter. Nein, Spaß. Mach ich natürlich nicht. Nö. Lassen wir. Mein Chef, mein ehemaliger Chef, der hat mir erzählt, dass er auf Nacktschnecken manchmal gerne Salz gestreut hat und den einfach beim Sterben zugeschaut hat. Das habe ich mir jetzt erspart zu erzählen, das habe ich als Kind gemacht. Ich war ein sehr wackes. Ich bin da nicht mal drauf gekommen auf so eine Scheiße, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin nicht stolz drauf. Ja, ist ja okay, ne? Man lernt ja aus Fehlern bekanntlicherweise, aber wie kommt man da drauf, erstmal ganz kurz? Ich habe das irgendwo mal gehört. Und dann hatte ich aber früher mal Albträume, dass Schnecken dann auf mich auch Salz streuen, wenn ich schlaf. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Okay. Es war witziger als das ganze Video bisher. Imagine, Digga. Ja, finde ich wild. Finde ich aber wild. Ey, was in dem Kopf eines Kindes nicht so vor sich geht, ne? Ist halt echt so. Ameisen sind eigentlich Dinosaurier. Und greifen selbst viel größere Tiere an. So wie diese Enten. Ein Enterich. Viele intelligente Vögel, so wie die Strategievögel, haben gelernt, Luft zu atmen. Ameisen spritzen auch ein... Ja, scheiße, das ist ja übel smart, hä? Du meinst smart. Smart. ...giftiges Sekret auf den Feind, das 60% Tod enthält, also stark tödlich wirkt. Es enthält Tod. Es enthält Tod. Da kriege ich doch gerade wieder einfach Flashbacks. 50% See, 50% Gras. Stechmücken sind eine weit verbreitete Familie der Vögel mit über 3500 Arten. Wenn ein Konkurrent auftaucht, überbieten die Männchen sich gegenseitig mit industriell genutzten Rohstoffen. Manche Kämpfe können vermieden werden, aber nicht alle. Was für ein Dreihorn, Alter. Oh mein Gott. Das Weibchen wartet einfach ab, welches der streitenden Männchen am Ende siegreich ist. Gibt es ein Tier, was gelangweilter ausschaut? Da geht ja ein Faultier mehr ab, Alter. What the fuck? Hier wird gerade einfach um Leben und Tod gekämpft. Und es werden einfach Zero Fucks gekämpft, Alter. Es ist so geil, auch immer mal da rein zu zoomen, ey. Nice. Wenn man einmal in ein Spinnennetz gefasst hat, bringt sich in Lebensgefahr. Und wird sich nicht mehr befreien können. Und wird sterben. Okay, das ging jetzt krasser zum Ende als gedacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich sehr gerne liken, Abonnement, Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.